Text in leicht verständlicher Sprache zur Ausstellung Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See. Friedrich Hölderlin. Kartografische Linienwerke von Susanne Kessler. Vorgestellt von Thomas Zeidler, Gebärdenlehrer. Text von Barbara Pittner. Das Kunstmuseum Bayreuth zeigt Objekte und Installationen von der Künstlerin Susanne Kessler und die Sicht von der Künstlerin auf das Land und auf das Meer. Es sind Objekte und Installationen mit Farbe und Fäden. Diese Arbeiten sind in der Ausstellungshalle im Neuen Rathaus zu sehen. Die Arbeiten von Susanne Kessler sind keine Bilder, wie man sie kennt. Die Künstlerin nennt sie Objekte und Installationen. Die Begriffe Objekt und Installation lassen sich so erklären. Susanne Kessler arbeitet in ihrer Kunst mit verschiedenen Materialien. Materialien sind die Dinge, die sie in ihrer künstlerischen Arbeit verwendet. Susanne Kessler malt mit Farben. Außerdem hat sie Fäden in ihre Arbeiten genäht und gestickt. So eine künstlerische Arbeit ist ein Objekt. Es ist mehr als ein Bild. Jeder Faden auf dem Objekt hat eine Bedeutung. Auch jeder Knoten und jede Schlinge hat eine Bedeutung. Die Fäden auf den Bildern sind die Berge. Sie sind das Meer und seine Bewegungen. Sie sind die Wege von Menschen und von Tieren. Sie sind auch die Bewegungen von Luft oder von Strömungen vom Meer. Die Objekte von Susanne Kessler sehen mit den Fäden wie eine Landschaft aus. Die Objekte von Susanne Kessler sehen wie eine Landkarte aus. Eine Landkarte ist ein Bild, das die Umrisse von einem Land oder von einem Erdteil zeigt. Die Erdteile, die Susanne Kessler zeigt, sind vom Meer umgeben. Sie zeigt kleine Ausschnitte von diesen Ländern. So entstehen unterschiedliche Ansichten. Die Arbeiten von Susanne Kessler hängen nicht nur an der Wand. Einige sind an der Wand befestigt. Von dort ragen sie in den Raum hinein. Andere Arbeiten stehen mitten in dem Raum. Man kann um sie herumgehen und man kann durch sie hindurchschauen. Diese Form ist eine Installation. Es gibt mehrere Installationen in der Ausstellung. Für Susanne Kessler ist das Meer wichtig. Sie nennt das Meer auch Ozean oder See. Das Meer nimmt einen Großteil der Oberfläche von der Erde ein. Das Meer umgibt das Land. Und das Meer ist sehr tief. Susanne Kessler zeigt die Verbindung zwischen dem Meer und dem Land. Ihre Objekte und Installationen zeigen diese Verbindung. Die Künstlerin Susanne Kessler ist in Wuppertal geboren. Sie hat in Berlin und in London studiert. Susanne Kessler hat viele Preise für ihre Bilder bekommen. Sie lebt in Berlin und in Rom. Die Ausstellung mit den Objekten und Installationen von Susanne Kessler wird am 11. Januar 2023 eröffnet. Ihre Arbeiten werden dann bis 24. Februar 2023 gezeigt. Zu der Ausstellung gibt es einen Katalog.
Es gibt Veranstaltungen, in denen die Objekte und Installationen erklärt werden.